Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite wieder mal der Henry vom YouTube-Kanal Henry Love. Den Kanal verlinke ich auch oben in den Infokarten. Henry, wie viele Videos haben wir jetzt schon zusammen gemacht? Auf jeden Fall über 30. Über 30. Ne? Es gibt auch eine Playlist, wo die ganzen Videos gelistet sind, die ich mit Henry in den letzten, Henry, 3,5 Jahren gemacht habe. Schleimfreie Heilkosten, Thema Einläufe, Sport, Atmung. Wir haben schon einige Themen gemacht, warum grün Essen so wichtig ist für die Schleimfreie Heilkost. Also für die Schleimfreie Heilkost gibt es einige Videos. Und letztes Jahr, ich glaube im August, haben wir ein Video veröffentlicht, Bio ist nicht gesund. Da gab es ja auch einen regen Austausch unter diesem Video. Wir ernähren uns ja auch größtenteils von biologischen Lebensmitteln oder regionalen Lebensmitteln. Und es ist uns ein Anliegen, auch aufzuzeigen, dass Bio oder vegan eben nicht immer gesund bedeutet, nur anhand, weil man sagt, ich ernähre mich jetzt bio oder ich ernähre mich jetzt vegan. Und wir wollen heute mal so ein bisschen aufdröseln, warum wir finden, dass vegan nicht immer gesund ist. Also es ist kein Bashing-Video gegen die vegane Ernährungsweise. Wir leben ja selber pflanzenbasiert. Wir sagen, Henry, wir sagen gern pflanzenbasiert, oder? Wir sagen gern pflanzenbasierte Ernährung, pflanzliche Ernährung. Mein erster Punkt wäre, dass es heutzutage viel zu viele vegane Fertigprodukte gibt. Also Henry und ich ernähren uns ja, wie gesagt, pflanzenbasiert, zum größten Teil von Rohkost. Und uns ist auch immer wichtig zu sagen, so einfach wie möglich zu essen, auch nicht zu viel zu essen, die Lebensmittel gut zu kombinieren und eben weg von diesen Fertigprodukten. Es geht uns gar nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt 100% Rohkost essen, ihr müsst 100% vegan essen, 100% vegetarisch. Darum geht es überhaupt nicht. Einfach wieder hin zu den natürlichen Lebensmitteln, wieder selber kochen, wieder mit echten Lebensmitteln kochen und wirklich die Hände weg von den Fertigprodukten lassen, beziehungsweise diese nur ganz, ganz selten zu verwenden. Und in der veganen Szene oder für die vegane Ernährung gibt es mittlerweile so viele Fertigprodukte, die in unseren Augen jetzt auch nicht so viel besser dastehen als die konventionellen Fertigprodukte, weil es oftmals auch sehr dichte Kost ist, zu süß, zu fettig. Es wird auch Weizen verwendet oder auch viele Lebensmittel, die stark verarbeitet sind. Wenn ich zum Beispiel zurück an meine erste vegane Phase denke, von 1998 bis 2004 habe ich mich rein pflanzlich ernährt. Damals gab es so gut wie kaum vegane Fertigprodukte oder vegane Produkte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang bei uns im Supermarkt immer stand und die ganzen Fertigprodukte, so auch Kekse oder ich weiß nicht mehr, was es alles für Produkte waren, auf die Zutatenliste geschaut habe, ob ich vegane Waffeln oder vegane Kekse oder irgendwas Veganes finde. Aber ich habe damals tatsächlich noch viel selbst zubereitet. Wir hatten damals in unserer kleinen Stadt ein Reformhaus, da habe ich Sojamilch gekauft zum Beispiel. Das gab es damals noch in Glasflaschen oder mein Tofu. Räuchertofu gab es da noch gar nicht. Ich habe viel selber gemacht, Sojamilch selber gemacht, Sojajoghurt selber gemacht, auch selber Brot gebacken. Ich habe wirklich viel, viel selbst zubereitet. Und heutzutage gibt es eben diese ganze vegane Fertigindustrie und das ist in unseren Augen auch nicht mehr gesund. Also an alle, die sich jetzt für die vegane Ernährung interessieren oder selber vegan leben, dann ist es uns ein Herzensanliegen, einfach darauf hinzuweisen oder die Menschen dafür zu sensibilisieren, wieder echte Lebensmittel zu verwenden und weg von diesen veganen Fertigprodukten zu kommen, das wirklich nur mal so als Ausnahme zu verwenden oder auf Reisen. Es gibt ja manchmal Momente, wo man einfach auf Fertigprodukte aus praktischen Gründen zurückgreift. Aber es ist wirklich wichtig für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, wirklich immer frische Lebensmittel zu integrieren und wieder sich die Zeit zu nehmen, vieles auch wieder selber zu machen. Und ihr könnt ja heutzutage auch mit den rein pflanzlichen Lebensmitteln, ja, könnt ihr ja schon so viele Gerichte nachkochen, wahrscheinlich sogar alle, könnte ich mir vorstellen. Da gibt es für so viele Sachen Rezepte da draußen. Und von daher muss man da auch auf gar nichts verzichten, ja. Und so habt ihr die Möglichkeit, jetzt vielleicht, wenn ihr vielleicht noch bei veganen Fertigprodukten seid oder bei anderen Fertigprodukten oder bei Industrieprodukten, kann man so nach und nach einfach die Sachen gegen diese guten Alternativen austauschen und dann vermisst man auch nichts am Ende. Was ich auch ein bisschen bedenklich finde, zu meiner Zeit gab es zum Beispiel gar keine Produkte oder ganz wenig Produkte mit Gluten, diesem Seitan. Es gibt so viele Seitan-Produkte oder so viel auch Ersatzwürste, Ersatzfleisch mit Gluten, mit Seitan, was ja so dem Geschmack vom echten Fleisch nachempfunden wird, auch die Konsistenz. Aber mir persönlich ist das überhaupt nicht bekommen. Also wenn ich so eine Seitanwurst gegessen habe, da lag mir das wie Steine im Magen. Ich konnte das ganz schwer verdauen und habe mich damit überhaupt nicht wohl gefühlt. Und da sehe ich auch so ein bisschen eine Gefahr, gerade weil eben oft Weizen verwendet wird. Das Gluten aus Weizen und Weizen gehört ja zu den Getreidesorten,
die in den letzten Jahrzehnten sehr stark modifiziert wurden. Das ist gar kein natürliches Getreide mehr. Also wenn jemand wirklich Getreide essen möchte, da würde ich eher Kammut oder Einkorn empfehlen. Ich persönlich kaufe für meine Jungs auch gerne Kammutbrot oder Einkornbrot oder keime mir auch mal Kammutsprossen. Aber Weizen verwende ich eigentlich selber kaum noch. Also das würde ich auch bedenken bei diesen ganzen Fertigprodukten mit Seitan. Wenn man alleine schon das Wort Seitan hört, ja, für mich, wenn ich Seitan höre, Seitan, Satan, hat man vielleicht so eine gute Eselsbrücke, wie das dann auch im Körper wirkt. So, ja, das ging mir noch so durch den Kopf. Wolltest du noch was zu Soja sagen? Ja, und speziell zum Soja auch. Ich würde definitiv darauf achten, wenn man jetzt Sojaprodukte konsumiert, egal welche Art, ob das jetzt der Tofu ist oder die Sojamilch. Sojamilch erfreut sich ja auch immer mehr der Beliebtheit. Und achtet bitte darauf, dass ihr Sojaprodukte habt, die Sojabohnen aus Europa beziehen. Also nicht Sojabohnen aus Asien oder aus Südamerika, weil davon könnt ihr ausgehen, dass 90% davon gentechnisch verändert sind. So. Bei den europäischen Sojabohnen ist es so, dass da auf jeden Fall ein großer Anteil noch nicht genetisch verändert ist. Vor allem, wenn ihr auch die biologischen Produkte davon kauft, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie zu einem großen Teil nicht genetisch verändert sind. Klar, man weiß es nicht hundertprozentig, ob es frei ist von genetischen Veränderungen, aber man kann davon ausgehen. Ja? Spielt auf jeden Fall schon mal das sichere Gefühl mit. Wenn man sich jetzt auch zum Beispiel Soja anschaut oder auch Weizen und andere Produkte, müssen wir dann natürlich auch wieder mal darauf schauen, dass ja vieles auch in Monokulturen wieder angebaut wird. Das heißt, wir brauchen schon wieder mal mehr Pestizide, Spritzmittel und so weiter, damit diese Monokulturen existieren können. In der Natur haben wir das nicht, dass wir diese Monokulturen haben. So, das heißt, es gibt immer irgendwie verschiedene Pflanzen, verschiedene Wildkräuter und so weiter und so fort. Und da muss man halt eben schauen, dass das natürlich auf lange Sicht gesehen nicht unbedingt förderlich ist für die Natur auch, ja. Und da kommt dann auch der ökologische Aspekt dann ins Spiel. So, ich meine, man könnte Soja und andere Sachen auch in Permakultur anbauen. Das würde auch funktionieren, ja. Aber da muss erstmal noch einiges passieren, damit wir erstmal wieder dahin kommen. So, aber das ist auch noch ein Aspekt, wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken kann. Und ja. Wenn man sich das auch mal überlegt, die vegane Ernährung, die ist ja eigentlich so aufgebaut wie die konventionelle Ernährung, bloß dass die Produkte eben vegan sind. Aber es geht bei der veganen Ernährung in den wenigsten Fällen, gerade wenn man sich aus ethischen Gründen vegan ernährt, um Gesundheit oder auch um eine bewusste Ernährung. Ja, Henry und ich, wir experimentieren ja schon seit vielen Jahren. Henry, du bist jetzt auch 8, 9 Jahre 8 Jahre, vegan, ja, über 8 Jahre. mit pflanzlicher Ernährung. Viel Rohkost und wir gehen ja auch immer mehr in die Richtung weniger essen. Wir essen eine feste Mahlzeit am Tag. Es gibt auch frisch gepresste Säfte und Henry macht ja wirklich auch sehr viel Sport. Henry, du nimmst ja auch an Halbmarathons und Marathons, du läufst ja regelmäßig und das funktioniert trotzdem auch mit einer festen Mahlzeit. Und Oder mit keiner oder festen mit Mahlzeit. keiner festen, nur mit, ne, du hast ja auch jetzt mal jetzt in den letzten Monaten auch regelmäßig mal gefastet, 2, 3 Wochen oder so. Und es ist halt möglich, auch wirklich leistungsfähig zu sein mit wenig Nahrung. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wenn die Menschen nicht nur aus emotionalen Gründen essen, also es geht jetzt wie konventionell, es gilt jetzt für alle Menschen, jetzt nicht nur für Veganer. Wenn man es mal so weiterspinnt, wenn die Menschen wieder lernen, nur dann zu essen, wenn sie wirklich Hunger haben, wenn sie sich wirklich nähren wollen, nicht aus emotionalen Gründen zu essen, und wenn sie alleine sind, weil sie gefrustet sind, oder eben aus sozialen Gründen zu essen, sondern sich wirklich auch bewusst zu ernähren und wirklich zu schauen, wo kommt die Ernährung her und auch den Darm reinigen, den Körper reinigen, dann merkt man, dass es eben verschiedene Quellen gibt, die uns nähren, dass wir gar nicht so viel Nahrung brauchen. Also ich habe früher vor 20 Jahren 5 Mahlzeiten gegessen. Frühstück, ein ganz frühes Frühstück, dann Frühstück, Mittag, Nachmittag, abends. Und jetzt komme ich mit einer festen Mahlzeit aus und bin trotzdem auch noch leistungsfähig, mache ja auch noch regelmäßig Sport. Und das sollte man auch mal bedenken, ne? Eine bewusstere, gesundere Ernährungsweise ist nicht einfach nur vegan essen, sondern auch zu schauen, wo kommen die Lebensmittel her, wie sind die zusammengesetzt, wie kombiniere ich die Lebensmittel, wie oft esse ich die Lebensmittel. Und wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, wir essen jetzt schon viele Jahre Rohkost und Darmreinigung, Fasten war für uns immer ein Thema. Auch das unbeliebte Thema Einlauf.
gehört da eben auch dazu. Oder Hydrokolontherapie. Und wir bemerken eben, dass wir mit viel weniger Nahrung auskommen. Wenn man weniger isst, dann kann man auch auf Qualität einfach viel mehr achten, ne? Zu schauen, wo kommt es her, dann wirklich sich auch um gute Qualität kümmern. Und Henry, für uns ist, wie hat ja schon angesprochen, das Thema Darmreinigung ist für uns wichtig. Was würdest du da zum Thema vegan ist nicht gesund und Darmreinigung noch sagen? Durch die stark verarbeiteten Produkte und auch dadurch, dass die Produkte dann sehr konzentriert sind, muss der Körper auch wieder sehr schwer arbeiten, um das zu verarbeiten. Und er kann das leider nicht zu 100% und dann lagert er natürlich wieder Sachen in anderen Körperbereichen ab, speziell auch dann im Darm. So. Und was dann passiert, viele Menschen, die sich dann für ein paar Jahre so ernähren, die merken dann mit der Zeit auch, dass sie sich müde fühlen, dass sie sich schlapp fühlen, vielleicht auch depressiv und Kopfschmerzen und noch viele weitere Symptome. Und das hängt dann ganz klar damit zusammen, dass eben diese Sachen einfach viel zu konzentriert sind. Und man muss sich auch einfach mal anschauen, diese veganen Industrieprodukte teilweise, wie stark die verarbeitet sind. Ja, das ist der Hammer, was da drin ist. Auch über Geschmacksverstärker und Farbstoffe und was weiß ich nicht alles, ja. Das sind so viele Sachen drin. Alter Verwalter, das ist, warum ich das jetzt mal so sage, aber ja, das ist einfach nicht gut für den Körper. Und diese starke Verarbeitung, man muss auch mal schauen, so, ich weiß so vor, ich weiß nicht, wann das ungefähr angefangen hatte, aber ich weiß vor vielen Jahren, da war es mal so gewesen, dass vegan ja eher, ja, so außenseitermäßig war und so. Und da habe ich dann mal so ein bisschen beobachtet, dass die Industrie jetzt in den letzten Jahren dann eben nachgezogen hat, ja, was weiß ich hier mit den ganzen Wurstersatzprodukten und Käseersatzprodukte und. Und dann, wo die Industrie quasi ihre Produktlinie erstellt hat, dann wurde auf einmal für vegan und diese ganzen Gesundheitssachen wurde dann auf einmal die Werbung angetrieben und die Werbetrommel gerührt. So. Und ja, und meine Meinung ist halt auch immer wieder, wenn große Konzerne dahinter stecken, da bin ich so und so immer sehr vorsichtig. Und ich glaube nicht, dass es dann der Gesundheit dienlich ist, sich dann dauerhaft so zu ernähren. Henry hat ja die Darmreinigung angesprochen und die Darmreinigung ist auch dafür verantwortlich, dass wir Nährstoffe besser aufnehmen können im Darm. Und viele haben ja auch Angst vor einem B12-Mangel. Also ich bekomme auch oft Nachrichten, weiß ich, Henry, du vielleicht auch, wo es immer um die Sorge darum geht, nicht genügend B12 aufzunehmen oder dass man vielleicht einen B12-Mangel hat. Dann sage ich immer, teste doch erstmal, ob du einen B12-Mangel hast und dann kannst du ja gegebenenfalls ein Präparat nehmen. Aber ich empfehle dann auch immer, eine Darmreinigung anzustreben, Hydrokolontherapie auch mal zu fasten, den Darm wirklich zu unterstützen, dass er wirklich aus der Nahrung alles herausziehen kann. Bei mir persönlich ist es so, also ich lebe seit fast 8 Jahren von Rohkost, von veganer Rohkost, aber wir hatten ja auch mal die schleimfreie Phase mit ein bisschen Kochkost gemacht, also jetzt nicht 100% roh und ich habe keinen B12-Mangel, obwohl ich insgesamt in den letzten 8 Jahren, wie viel? 6 Wochen B12 getestet habe. Nicht mal, weil ich einen Mangel hatte, ich habe einfach ein Produkt getestet. Ich habe keinen B12-Mangel. Also das ist durchaus möglich. Und ich erkenne aber auch immer die Veganer, die wirklich viele Fertigprodukte, Industrieprodukte essen, dass die oft auf B12 beharren und wirklich auch B12 nehmen. Da würde ich sagen, überdenkt mal eure Ernährung, achtet auf Qualität, Quantität, Darmreinigung, da müsst ihr auch kein B12 mehr nehmen. Also das ist unsere Erfahrung. Ich würde natürlich auch immer darauf achten, den Wert zu testen. In meinem Bekanntenkreis war es zum Beispiel auch so, ein konventioneller Esser hat 3 Monate vegane Rohkost ausprobiert, hatte dann einen B12-Mangel, hat gesagt, Rohkost funktioniert nicht. Und die, die sich ein bisschen auskennen, die wissen ja, dass B12 in der Leber gespeichert wird über Jahre. Also es kann einfach nicht sein, dass man 3 Monate Rohkost isst, vegane Rohkost, und hat einen B12-Mangel. Also dann hatte der konventionelle Esser schon vorher einen B12-Mangel Und drin. dann definitiv noch dazu noch ergänzend grüne Säfte. Ja, also die wirken ja auch blutbildend. Das Chlorophyll hat definitiv einen sehr guten Effekt auf uns. Das Darmmilieu wird dadurch auch mit aufgebaut. Und natürlich auf jeden Fall auch definitiv die Ernährungsgewohnheiten ändern. Ja, weil wenn sich an den Ernährungsgewohnheiten nichts verändert, dann kann der Körper auch nichts mehr ja, verwerten. Das ist ganz einfach so. So. Und vor allen Dingen gibt dem Körper und dem Darm auch Zeit, die Sachen zu verwerten. Wenn man alle 5 Minuten gefühlt isst, sage ich jetzt mal übertrieben, dann wird das nicht funktionieren. Henry und ich, wir haben auch schon ein Video gemacht, warum grün Essen für die schleimfreie Heilkost so wichtig ist. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und wir integrieren fast täglich, also täglich,
grüne Lebensmittel in Form von frisch gepressten grünen Säften oder auch in Form von Grassaftpulvern. Und wir sind ganz große Fans von dem Grassaftpulver von Lebenskraft Pur. Da steht übrigens auch drauf, dass B12 enthalten ist. Und dieses Grassaftpulver verwende ich jetzt schon seit über 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und wie gesagt, ich habe keinen B12-Mangel. Mein B12-Wert hat sich im letzten Jahr nicht großartig weiter geändert. Er ist zwar in einem bestimmten Bereich, wo manche sagen, ah, das ist zu niedrig, aber den habe ich schon seit Jahren und mir geht es gut damit. Also ich orientiere mich da nicht an anderen, sondern schaue einfach immer nach meinem Körpergefühl. Das ist für mich das Wichtigste. Wer sich für das Grassaftpulver interessiert, ich verlinke es unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch für frische Lebensmittel, für eine gesunde Ernährung interessiert, dann sind vielleicht meine E-Books etwas für euch. In meinem ersten E-Book Sprossenzucht leicht gemacht findet ihr alle Informationen zum guten Gelingen von frischen Sprossen und Grünkraut und grünen Gräsern in eurer Küche. In meinem zweiten E-Book Gesund Grün Essen findet ihr alle relevanten und wichtigen Informationen zu grünen Lebensmitteln, insbesondere einen großen Teil über unsere heimischen Wildpflanzen. In meinem dritten E-Book Dürren leicht gemacht findet ihr viele tolle, leckere, rohvegane Dürrrezepte, eine gute Alternative zur konventionellen Industriekost, egal ob konventionell oder vegan. Ihr findet da zum Beispiel Rezepte für Pizza, Köfte, Lebkuchen, Flammkuchen, Gemüsespieße, also eine tolle, bunte Vielfalt an rohveganen, etwas dichteren Rezepten. Das waren unsere Gedanken und Meinungen und Erfahrungen zum Thema Vegan ist nicht gesund. Ich möchte nochmal erwähnen, das ist kein Bashing-Video gegen die vegane Ernährung. Wir leben selber ganz leidenschaftlich die vegane Ernährung und fühlen uns sehr wohl damit. Wir wollen einfach nur auf ein paar Probleme aufmerksam machen, die wir sehen. Wir freuen uns jetzt natürlich über eure Gedanken, eure Meinungen, eure Erfahrungen zu dieser Thematik und freuen uns über regen Gedankenaustausch unter diesem Video. Willst du noch was sagen? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben, lasst euch gut gehen.